Gewitter im Kopf. Ein Salatkopf. Glaube ich nicht, nein. Du bist ein Salatkopf. Bis hast du etwa Kopfsalat. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir werden heute mal deinen ersten Döner zubereiten. Deinen ersten Döner zubereiten. Ja, Tim hat tatsächlich in seinem ganzen Leben noch nie einen Döner gegessen. Und dafür wurde ich ja schon vielmals von euch verurteilt. Wie kann man denn noch nie einen Döner gegessen haben? Also das ist wirklich eine ganz seltsame Nummer, Tim. Zum Tode! Deswegen, keine Angst, sie ist nicht angeschlossen. Aber das ist so eine dämliche Idee, so ein Messer da zu haben, wo das ist also Fleisch. Und deswegen haben wir hier einfach ein paar Zutaten gekauft, die man so auf Döner macht, was natürlich nicht fehlen darf. Eine eigene Dönermaschine. Was? Das ist dieses Drehding und den Spieß dazu müssen wir jetzt quasi noch machen. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Ding funktionieren wird. Ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Ich auch nicht. Man kann doch einfach in der Pfanne Döner machen, oder? Wieso kauft man denn... Ach... Kackermaus! Wir werden jetzt auch erstmal versuchen, das zusammen... Wichtig, dass Focus Money gesagt hat, dieser Dönerspieß ist der beste. Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Focus Money kann sich nämlich ein gutes Urteil über Dönerspieße erlauben. Dönerspieß-Bratgerät. Es ist nicht der Gerät. Raus damit. Zu bauen. Und der Tim wird heute Salat, Mais und Tomate essen. Ja. Und wir machen noch verschiedene Soßen. Genau, ist gar nicht so falsch, ja. Für Cocktailsoßen geholt. Ja. Für Knoblauch und Joghurtsoße. Genau, wir essen das dann später auch noch mit der ganzen Familie zusammen. Deswegen hoffen wir... Warum steht da wieder sowas? Wieso räumt ihr das nicht einfach vorher weg? Deswegen, ich habe sogar dieses Mal eine Kappe auf, um meine Haare zu schützen. Die ist weiß, jetzt ist sie grün. Deswegen hoffen wir, grün, dass auch gut wird, weil ich glaube, sonst wollen die das nicht essen. Wir wünschen euch auf jeden Fall sehr viel Spaß bei diesem Video. Ich freue mich auf meinen ersten Döner, wirklich. Ja, das ist jetzt das erste Mal, dass wir überhaupt den Inhalt davon sehen. Ja. Gut, nice, kann ich nachvollziehen, Gisela. Wir sind uns da gleich, ähnlich. Jeder von uns macht doch immer diese Polsterfolie kaputt, seid doch mal ehrlich. Nein, ich esse die immer. Ich esse die immer, weil die ist sau lecker, Tim. What the fuck? Nein! So sieht das ganze Ding aus. Was ist? Sieht absolut hochwertig aus, würde ich mir safe ins Zimmer stellen, Alter. Was? Das sind, glaube ich, die Spieße. Ah, ich weiß nicht. Da stecke ich in deine Fresse rein. Ich glaub, das... Wo kommt der kölsche Akzent her, Bro? Aber nice. Würde wehtun. Deswegen, ja. Das ist irgendwie wie Geburtstag. Ein eigener Dönerspieß, das ist doch so cool. Ha, besonders für jemanden, der noch nie einen gegessen hat. Ihr könnt mal hier abstimmen, Leute. Esst ihr gerne Döner oder nicht? Wie traurig ist es Komm, eigentlich, dass ich noch nie einen gegessen habe? Alles an dir ist traurig. Ja, ich kann nicht abstimmen. Ich bin nicht auf YouTube angemeldet. Perfekt. Nein! Ich stech dich ab, du Hure. Alter. Doch, ich weiß jetzt, wie das hält. Ist ja auch ultra kompliziert, sowas zu bauen, oder? Ah ja, eine Shisha-Zangenkohle ist auch dabei. Shisha-Zangenkohle, Shisha-Kohlen-Zange. Weißt du was? Das ist rasierklingenscharf. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Das ist echt scharf. Guck mal, das hält da. Du wirst häufiger Bekanntschaft damit machen. Gisela. Weißt du, ich habe schon alles weggetan, was irgendwie gefährlich sein könnte. Ja, ja, aber glaube ich, Gisela, wenn sie wollte, könnte sie dich mit einer scheiß Tomate umbringen. So, also so in etwa sieht das dann aus, wenn man das aufgebaut hat. Wir haben da jetzt ein bisschen länger für gebraucht als gedacht. An was sollen wir uns als erstes machen? An die Soßen oder ans Fleisch? Ich weiß nicht, was man als erstes machen muss. Hä? Wir können uns ja theoretisch... Fick dich! Sollen wir uns erstmal ans Fleisch machen, weil dann könnte theoretisch das hier schon mal laufen, während wir die Soßen machen. Boah, Technik macht mich ja bescheuert, ne? Das ist Menschenfleisch. So, wir haben hier... Muss man das vorher noch schneiden? Oh, ja. Nee, alles schon gemacht. Also wir machen jetzt quasi immer zwei Scheiben hiervon. Ja. Dann kommt der Hack drauf, ein bisschen platt gedrückt und dann wieder zwei Scheiben davon, dann immer abwechselnd. Ist ein Dönerspieß mit Hackfleisch eigentlich ja nicht, oder? Normalerweise ist es doch Lamm, oder? Oder bin ich blöd? Bis das bis nach oben ist. Ah, okay. Das sind früher Tiere gewesen. Ist richtig. Jetzt nicht mehr. Ja, ja. Leute, wir als nächstes machen wir eine Gemüselasagne. Das sieht so nasty aus, Alter. Das sieht so damn nasty aus. Gesprochen. Dann mache ich jetzt wieder was Hackfleisch drauf. Ja. Ist auch mit Hack. Na, Kinderfleisch. Lamm und Kalb, meine ich doch, oder? Lamm und Kalb, aber auch mit Hack, okay. Eis. Das ist früher ein Kind gewesen. Digga, das sieht einfach so eklig aus, dieses Ding. Nein, wir haben... Doch. Nein. Ich glaube, sowas kriegt man nicht in Supermärkten. Kommt drauf an, in welchen Supermarkt du guckst. Wenn Mais eigentlich einfach so essen, dann muss man da noch was mitmachen. Den kannst du einfach so reinmachen. Achso, ich habe gedacht, den muss man noch rösten oder sowas. Den Mais, Junge, Tim. Man kann... Du bist volljährig, Tim, wirklich. Du müsstest wissen, dass man Mais einfach essen kann. Rösten? Ich habe mich so Popcorn vertauscht. Ich weiß noch nicht, was für eine Art Döner du essen willst, aber Junge, Popcorn, Alter, ist da in der Regel nicht drin. Das sieht auch gar nicht nach einem Dönerspieß aus. Sieht einfach aus wie... Ich bringe jetzt hier kein Geschlechtsteil. Ich halte meinen Mund. Ich würde eine Katze dafür töten. Dafür? Nein. Die ziehst du ja jetzt wieder um. Was ist eigentlich aus deinem Katzenplan geworden? Genau, ich ziehe ab Mai tatsächlich nach Köln um. Ah, du ziehst nach Köln. Ja, Ehrenmann, dann können wir es ja jeden Tag nicht sehen. Verlasse den kleinen Ort, den verlasse ich wieder und
Haustiere, also kleine Haustiere wie Katzen sind dort erlaubt. Und sobald in der Wohnung dann in Köln alles fertig ist, ziehe ich wirklich sehr ernsthaft in Erwägung, auch eine Katze zu adoptieren, um diese zu zerfleischen. Da freuen wir uns doch alle drauf. Aber das Abtrennen machen die am Ende immer mit so einem Samurai-Schwert, ne? Die haben, genau, die haben ein Samurai-Schwert. Es ist ein Samurai-Schwert, was unter Strom steht sogar tatsächlich, ja. I am the real Ranger. Ist das roh? Nein. Doch, ich will das. Ach ja, und ganz oben, bevor ich es vergesse, kommt noch eine Zwiebel drauf. Ja, aber sieht doch schon gut aus. Ja. Sieht super aus, Bro. Ja, sieht echt nicht schlecht aus. Jetzt müssen wir das ganze Konstrukt wieder nur zusammensetzen, dann sind wir eigentlich fertig. Ja! Ich will den Spieß haben. Sieht wirklich gar nicht so bad aus, tatsächlich. Den kriegst du ja gleich zu essen. Ja, du kannst es besser. Ich muss die erst mal wieder rausschrauben. Das hat gerade so lange gedauert, bis wir das gecheckt haben. I am the captain! My name is Dave! Wo kommt das her? Was ist das für Mucke? Gisela ist Hardstyle-Fan, haben wir ja rausgefunden. Was machst du da? Das ist gar keine gute Idee. Ja! Dieses Ding ist doch viel zu dick, oder? Das wird doch niemals richtig durch sein. Ist es eigentlich verwerflich, ein Diss-Track gegen Behinderte mit Katzenohren zu machen? Nee. Ist vollkommen in Ordnung, Bro. Ist wirklich vollkommen in Ordnung. Ich bin gespannt. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auch. Scheiße, da werde ich zurückgedisst. Oh, hell no. Auch auf den Diss-Track. Wein, nicht aufspießen. Ich habe gehört, jemand will die Gisela dissen. Das ist eine blöde Idee. Ja, ich drehe das Video dazu heute Abend. Wird nice. Braucht ihr das nicht noch? Wieso? Das braucht man doch noch, oder? Eine ganz blöde Idee. Das mache ich mit dir. Was kann denn unser Dönerspieß dafür? Das ist eine einträchtige Warnung gewesen. Nein, nicht nochmal! Doch, nochmal! Nein, nein, bitte nicht! Nochmal! Nein! Nochmal. Ey, das hat was mit Rewe zu tun. Merkt ihr das? Das war Herkules. Ja. Ich bin das. Ich bin stärker als Herkules. Okay, Gisela, vielleicht lade ich den Diss-Track doch nicht hoch. Ich habe ein bisschen Angst, dezent. Niemand disst mich. Niemand. Werden wir sehen. Niemand. Siehst du das? Der Spieß hat jetzt bleibende Schäden. Beste, wir haben das gerade gekauft. Vor allem, wir wissen noch nicht mal schlauerweise, ob das funktioniert. Wir haben das Ding noch nicht mal angeschaltet. Und wenn das jetzt nicht funktionieren sollte, können wir es einfach nicht mal umtauschen. Ist richtig, ja. Und ich sag's euch so, es wird nicht funktionieren. Es wird absolut nicht funktionieren, Jungs. Ich krieg das an dieser Einstelle. Wir können das umtauschen. Ich krieg das an dieser Einstelle nicht mehr zurückgebogen. Weil Jungs, es ist hinüber. Es ist kaputt. Sich immer wieder zurückknickt. Geht's? Ja. Ja. Sieht ja aus wie vorher eigentlich. Man erkennt keinen Unterschied tatsächlich. Also das ist die Dehnung hier musste sein, ne? Ja. Merk es dir als Warnung, du kleine Misset. Come at me, Bro, come at me. Ha! Von vorne heran, von hinten tamam, du kleine Kachlo. Was das heißt, was ihr an die ganze Zeit googelt, das am besten, wir können euch das nicht so gut erklären. Doch die Aussagen all dieser Kachbars sind für mich nicht belastbar. Kachbar bedeutet Schlampe auf Arabisch. Jetzt hast du das Thema auch erledigt. Ich glaube auf Hebräisch auch. So. Alter, Gisela, Junge, komplett raus heute. So, ich muss es mal gerade drehen, um das hier reinzustechen. Ich stech dich ab, Amalakrim! Also ist es okay, glaube ich. Ich mache es noch schnell sauber. Ich wollte es reinigen. Das ist sehr sauber. Die Nachbarskatze wird das auch mögen. Gott verdammt. Gott verdammt. Nicht Gott verdammt. Gott verdammt, oder? Nein! Wir tun das mal weg. Leute, seid ihr nicht stolz auf mich? Gott verdammt ist auf Türkisch der Arschgeber. Ich hab alles weggetan, was triggert, wollte ich gerade sagen. Warum hast du dann dich selber nicht weggetan? Recht hat er. Müllschorne mit dem Gesicht voraus. Weil ich dann bestimmt im Müll erstickt wäre. Das wäre doch lustig. Schreibt es in den Chat. Wäre das lustig? Ja. Ich glaube, dafür brauche ich eine Verlängerung. Nee, das Kabel ist nicht lang genug. Ach so. Hier ist wieder ganz wild heute, Alter. Ich einfach deine Nase. Okay, das ist eine gute Idee. Ja, Göttverdem. Eben, genau. Göttverdem. Nicht Göttverdem. Falsch, Gisela. Dumm. Nicht mir. Doch dir. Wenn du dich widersetzt, wird es noch mehr wehtun als Kannst du bitte das Messer wegpacken? Nein. Gött ist der Arsch und Verdem ist der Geber. Arschgeber. Du gibst Arsch. Arsch, Arsch, Arsch. Nein, das ist nur zur Beruhigung da. Das Messer? Ja. Öffne deine Nasenlöcher. Tims erste Zitrone. Was
soll denn das, Alter? Was machst du da? Zwiebel oder Zitrone? Ich will gar nichts von beiden haben. Entscheide dich jetzt. Alter, was geht da? Ich hole mal ein Verlängerungskabel. Steckdose. Ja, ich habe überlegt, ob ich in der Zeit ein Backblech. Nein, das ist doch unfair! Das ist fair. Du darfst dich dann für deine Zwecke missbrauchen, ihr Gießen. Kannst du direkt ein Backblech mitbringen? Gott. Das ist, unfair, sagt er. Ah ja. Madame. War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Ha! Ja! Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Herr Zimmermann. Junge, Junge, Junge. Man nennt mich auch Herr Fickermann. So Leute, wir stellen den... Es geht's noch... Das sieht so ekelhaft aus, dieser Scheißhaufen, den sie da zusammengesteckt haben, wirklich. Außer ich versuche gerade ein Video zu moderieren. Halt die Fresse, du Misset. Wir stellen den Spieß hier hin, während wir uns um die Soßen kümmern für unseren Döner. Das wird ja niemals gleichmäßig gar werden, weil es speziell gewürzt ist. Das ist ja auch gar nicht gewürzt. Ich versuche zu arbeiten, lach nicht so blöd. Ach ja, Verlängerungskabel habe ich vergessen. Hole ich jetzt. Im Schlafzimmer habe ich noch eins. Ihr habt es nicht gesehen, aber Jan wollte mir gerade das Ver- hat Gisela hat mir gerade mit dem Verlängerungskabel gedroht, hat es aber dann selber in ihr eigenes Gesicht gehauen. Hast du das Loch in die Zwiebel gemacht? Meine Fehler werden rausgeschnitten. Und das ist die innere Schicht, die ist rausgefallen. Ah, okay. Das wusstest du ja, oder? Klar wusste ich das. Ich bin Gesundheitsstudent oder wie das heißt. Mein Gesundheitsstudent. Ah, ja. Yeah. Medizinstudent. Nee. So Leute, jetzt kommt der große Moment. Wir wissen noch nicht, ob es funktioniert. Wir hoffen es. Es dreht sich. Wahnsinn. Wenn es nicht mal das getan hätte. Das so heftig. Da ist noch irgendwie so Plastikfolie dran oder sowas. Oh, was machen wir aus? Oh mein Gott. Ist da Folie dran? Nein. Wäre saudumm, wenn da noch Folie dran wäre. WTF. Oder? Nee, ich glaube, da ist ein Stück Fleisch gegengefallen. Warte, ich guck mal gerade. Ja, selbst wenn es hier wie in der Räucherei stinkt, ich ziehe ja nächste Woche eher aus. Oh, ich habe ja meine Kappe falsch gemacht. Oh mein Gott, die sieht ja echt hässlich aus. Ich finde die schön. Kauf das bloß nicht, den Scheiß. Ich kauf das. Der Link ist in der Videobeschreibung. Kauf das sofort. Dreh sie schnell wieder um. Wir wollen ja noch nicht spoilern. Ja, so ist gut. So fällt sich. So fällt sich so auf. So, also wir machen uns jetzt direkt mal an die Soße. Welche Soße sollen wir jetzt erst machen? Der Dönerspieß. So nasty, oder Alter. Oder Joghurtsoße. Cocktailsoße. Okay. Gottverdammt. 5 Esslöffel Tomatenketchup. Diese Junge, was Tomaten hat er denn da alles? Ich stehe auf Hetzelstiel. Ich auch. Okay. Nice one. Entweder du oder dein Hund. Ja, dann nimm lieber meinen Hund. Ja. Der Henry ist das gewöhnt, an alleine zu laufen. 1 Esslöffel Tomatenmark. Man sieht aber schon, wie die Farbe sich davon verändert, ne? Ja, ja, das ist, wenn Eiweiß erhitzt wird, dann verbrennt es und das ändert dann die Farbe. Tim, weißt du, wenn dieses Ding sich nicht mal drehen würde, dann weiß ich auch nicht. Ja, stirbt langsam. Ganz langsam. Es stirbt sehr, sehr langsam. So wie du nächste Woche. Sehr, sehr langsam. Wieso nächste Woche? Wie 8 Tage dauern. Wieso 8 Tage? Ich hatte eine Zukunftsvision. Oh, shit. So, dann brauchen wir noch Mayonnaise. 4 Esslöffel, 1,5 Esslöffel Orangensaft. Dann 1,5 Esslöffel Joghurt noch. Ein Tropfen Worcestersoße. Dafür habe ich das ganze Ding hier gekauft. Das Leben scheidet aus dem Fleische. Worcestersoße? Wie wird es nochmal ausgesprochen? Worcester. Da gibt es so ein ganz. Das wird so ganz speziell ausgesprochen irgendwie so. Worcestersoße. Wie wird das nochmal ausgesprochen? Chat, sagt mir nochmal ganz kurz. Orchestersoße? Nein, ist falsch. Ihr wisst es selber nicht, aber es gibt auf jeden Fall Worcester? Nee, Orchester. Worcestersoße. Haltet alle die Fresse, ihr wisst es selber nicht. Wir machen einfach weiter. Raus. Wie bei dir. Das war Zucker. Perfekt. Seht ihr an, wie es bratet. Ich weiß schon überlegt, ob ich so Schalen holen soll. Aber ist egal. Halt doch die Fresse. Ich will doch nur helfen. Dann lösch dich. Wir haben jetzt hier schon so eine richtige Cocktailfarbe einfach. Das sieht richtig lecker aus. Nein. Ja, ich find's auch gut. Ja! Okay, dann für die Knoblauchsoße brauchen wir 200 Gramm Schmand, saure Sahne. So, jetzt gleich kommt Giselas Meisterdisziplin. Jetzt kommen nämlich gleich 2 Teelöffel Zitronensaft da rein. Ja! Du Arschkind. Kann ich mir gerade den Löffel ausleihen? Perfekt, ich brauche ihn doch nicht mehr.
Also es grillt das auf jeden Fall. Das klingt ja wie die Titanic, ne? Beim Untergang. Das hast du schon reingemacht. Junge, Alter, ja. Digga. Ach. Boah, spannend, echt nicht Gesell. So. Aber ich bin echt stolz darauf, dass ich meinen ersten Döner selbst gemacht habe. Mit dir zusammen. Das stimmt. Das ist ein besonderer Moment. Das ist ja wirklich... Für mich auch. Tim. Hör auf damit. Das ist mein Ding. So, läuft doch alles nach Plan bis jetzt. Nichts Unerwartetes bis jetzt passiert. Oh mein Gott! Was denn? Was habt ihr jetzt schon wieder falsch gemacht? Was hast du vergessen? Wir haben beide was vergessen. Ich hab's sogar am Anfang noch gesagt. Wir haben die gesamte Panierung vom Fleisch vergessen. Jungs. Hört einfach auf mit dem Kochen. Ich sag doch Marinade, Gewürze. Ist das schlimm? Einfach nur verbranntes Fleisch. Das schmeckt halt richtig, richtig scheiße. Gut, dass ich jetzt hast du gewürzt. Gut, dass ich dieses Mal die Kappe auf habe. Au! So, jetzt können wir einfach schon mal die Salatblätter machen, ein paar Tomaten schneiden und dann ist das Thema ja eigentlich schon fast gegessen. Digga, ne? Geht einfach in den Dönerladen kaufen. Macht man sonst eigentlich noch was auf Döner außer Salat und Tomaten und so? Jalla, Krautsalat, ganz wichtig. Krautsalat, Junge, ohne Kraut muss Döner raus. Wobei in Berlin wird Döner ohne Kraut gegessen. Ja, das weiß sogar ich als Vegetarier. Habe ich irgendwas vergessen? Nee. Ich stehe mal kurz währenddessen auf und mach mal ganz kurz, während Jan die Sachen schneidet, unser Fladenbrot in den Ofen. I have Ebola, la 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 la. La 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 la. Was machst du da? Isst du unsere Zutaten? Zwiebeln, auch ganz wichtig, Digga. Genau. Ich bin ein Hase. Jan, hör auf, wir brauchen noch ein bisschen was, sonst haben wir nichts mehr für auf den Döner. Ah, ja. Ah, ja. Okay. Was machst du denn da? Also, dann nehme ich jetzt mal die Salatblätter. Sind da welche übrig geblieben? Er frisst einfach den kompletten Salatkopf. Lieben? Ja, wo ich nicht direkt drauf gebissen habe. Ja! Ich sehe ja. Ich bin ein Hase. Ich will Aufmerksamkeit! Geben Sie mir jetzt! War das Jan gleich einfach schon satt? Jetzt ein Tick. Mhm. Aber ich finde das Video schön. Das ist ein entspanntes, schönes Video. Ja, dicke Scheiße, Arschloch. Stimmt mal bitte hier ab und sagt uns mal, ob ihr vegetarisch seid oder ob ihr nicht vegetarisch seid. Das ist auch mal eine interessante Frage. Wie viele von euch dann doch vegetarisch sich ernähren und wie viele nicht? Das würde mich mal interessieren. Tim, das interessiert dich nicht. Das boostet einfach nur den Algorithmus, du kleines Arsch. So, der Mais. Chat, hier ist auch eine ganz kurze Umfrage für euch. Beantwortet doch hier mal ganz kurz. Würdet ihr lieber einen GT63 AMG oder einen GT63 AMG S fahren? Das würde mich einfach mal interessieren. Stimmt mal hier ganz kurz dem Video ab. Das würde mich einfach interessieren. Das würde ich wirklich gerne wissen. Kommt hier noch rein, so wie sich das gehört, Freunde. Frisch aus der Dose. Der Chat sagt jetzt zwar AMG S, aber der AMG S verbraucht deutlich mehr Sprit. Das darf man auch nicht vergessen. Für den Tim kann es auch schon mal aus der Dose sein. Und jetzt können wir schon fast den Tisch decken, oder? Ah ne, die Zwiebel ist noch nicht fertig. Doggy ist mein Hobby, du weißt, dass ich das will. Denkst du, wie lange so ein Brot braucht? Denkst du, es dauert lang? Ja! Echt? Nein. Gar nicht so lang. Immer dieses Ja! Schnell, guck! Ich will den Spieß sehen. Guck, schnell! Der Spieß sieht einfach echt aus wie ein Haufen fette Scheiße. Lauf, Schlampe, lauf! Ich bin so gespannt. Rohes Fleisch, wir lieben es. So sehen unsere Döner aus, so sieht meiner aus, von innen, und so sieht Jans aus. Wir werden das jetzt mal ausprobieren, ich bin sehr gespannt. Das Fleisch ist einfach noch komplett roh. Hallo! Salmonellen, Junge, rohes Hackfleisch isst man nicht! Auf meinen ersten Döner, den wir selber zusammen gemacht haben, Leute. Ich auch. Ein ganz besonderes Erlebnis. Das Döner-Erlebnis! Ja, guck mal, mir einen Kleber geben. Ich finde das unheimlich frisch. Oh Mann! Das ist halt der Nachteil an Döner, du kannst es nicht normal essen. Doch, das geht schon, also. Also ich glaube, ich werde des Öfteren jetzt mal einen Döner bestellen. Das ist wirklich so lecker. So, also mir schmeckt es auf jeden Fall richtig gut. Ich werde sowas... Ihm schmeckt es richtig gut, die Hälfte ist noch übrig, Jan hat es schon fertig. Genau. Nicht. Ja, ich denke, ich werde sowas jetzt zu öfteren mal essen, muss ich sagen. Vor allem das Ding kann man auch, ich glaube, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, geht das auch super schnell. Ist ja auch sau praktisch für eine Person, sich so ein Klumpen rohes Hackfleisch fertig zu machen. Also das ist einfach echt easy. Das ist wirklich, das ist ein sehr nützliches Haushaltsgerät, was man unbedingt braucht. Das braucht man wirklich und ich würde sagen, jeder sollte sowas zu Hause haben. Ganz genau. Wir haben ja vor, das nächste Mal was Vegetarisches zu kochen. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, was wir unbedingt mal machen sollen und was eins eurer Lieblingsgerichte vielleicht sogar ist. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Mal. Ja. Zum nächsten Mal. Nein! Ganz wildes Ding. Ganz, ganz wild. Also, kann ich anders sagen, ist wirklich sinnig. Einfach nur geil. Also wirklich. Toll.
Ja, Leute, so viel auf jeden Fall zu Gewitter im Kopf an der Stelle. Eine sehr, sehr schöne Angelegenheit, meine Freunde.